Herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir haben hier aufgehört und machen direkt weiter. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Okay. Sam! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Henry! Ach, Henry hieß der, genau. Jetzt wissen wir es auch wieder. Henry! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Was, was, wo, wo, was, wo, wo, wer, wo, warum? Hä? Was, was? Wow. Wow, wow, wow. Stirb. Ah, stirb. Oh, die zappeln immer so. Ah, scheiße, den kriege ich nicht mehr. Fuck. Wow, 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 wow. What the fuck? Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut. Echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel.
Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh Mann, das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erstmal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst Sam. Mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Fehlen mir ein wenig jetzt die Worte. Da ging mir ein kalter Rücken über den Schauer. Herbst haben wir mittlerweile. Gerade war ja noch Sommer. Jetzt sind wir im Herbst. Jackson Country. Snake River Trail. Wir sind in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. So, Snake River. Tja, das ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich meine, ich wusste zwar noch so ungefähr, was passiert, aber trotzdem nimmt es mich immer noch ein wenig mit, wie die Geschichte so ihren Lauf nimmt. Also, ich finde es richtig toll. Also die Geschichte mäßig. Natürlich nicht toll für die... für den Henry. Na. So. Wir sind wieder ein bisschen besser aufgerüstet. Ja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss. Dann kommen wir direkt zu Tommy. Genau, wir werden den Fluss folgen. Wir suchen jetzt erstmal Tommy. Den Bruder von Joel. Oh, hier liegt eine... eine neue Waffe. Ein Revolver mit Zielfernrohr. Die können wir auch gut gebrauchen. El Diablo. Wir haben die El Diablo haben wir jetzt. Da können wir auch auf X zoomen. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Munitionspäckchen, weil wir haben ja in der letzten Folge ja so viel verballert und verplästert. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen?
Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Genau, gehen wir weiter. Ich gucke mich mal hier ein wenig um, weil das sieht mir danach aus, als hätten hier die Entwickler was versteckt. Mein Gott, das Wasser sieht so toll aus. Kleine Grafikkugel-Reflex. Nein, natürlich nicht. War doch nichts versteckt. Ich hoffe, wir müssen nicht über den Fluss. Weil Ellie kann ja nicht schwimmen, wie wir wissen. Aber mich nimmt das immer noch mit Henry und so alles. Also ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin irgendwie... Hoppala. Da liegt was. Hä? Der hat doch gerade was geleuchtet, oder? Ach nee, das ist nur ein Grafikfehler. Gerade noch über Grafik gesprochen. So. Aber schön ist hier. Muss ich ja mal sagen. Wenn es nicht so gefährlich wäre. Wow, was ist das? Du siehst, es ist ein altes Wasserkraftwerk. Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Ich lass mir schon was einfallen, Ellie. Ich muss mich nur ein wenig umsehen. So, hier ist eine Tür. Natürlich nutzen wir ein Messer. Selbstverständlich. Wir wollen. Wir wollen den. Ah, herrlich. Kann ich alles gut gebrauchen. Kann ich alles gut gebrauchen. Zack, zack. Joel kommt gar nicht mehr raus aus dem. Die hier drauf wechseln, nachladen einmal. So. Flinten, also Schrotflintenmunition könnten wir gut gebrauchen. Wir werden mal einen Verbandskasten uns bauen. Davon hatten wir nämlich gar keinen mehr gehabt. Hier liegt auch noch was. Ansonsten war hier nichts. Aber es hat sich mal wieder gelohnt. Somit haben wir das auch. So, hier können wir was drehen. Schauen wir mal. Okay. Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. So, hier liegt nichts mehr. Ich glaube, wir können da rüber schwimmen, glaube ich zumindest. Oder wir müssen hier wieder irgendwie ein Brett finden für... Ich überlege mir was. Warte hier. Für Ellie. Tauchen wir mal ab. Und schau mal, was hier unten... Können wir nicht irgendwie auch schneller schwimmen? War das nicht so? Ah, hier ist eine Hütte. Oh, wir haben aber nicht mehr so viel... Ich tauche nochmal ganz schnell auf. Hallo, auftauchen. Auftauchen, auftauchen. So, und dann tauchen wir nochmal ab und dann schauen wir mal, dass wir da mal in die Hütte reinkommen. Wie war das denn mit dem Schwimmen? Ich habe das gar nicht mehr in... hallo? Ah, hier, ja. Ah, hier können wir, glaube ich, was machen. Hallo? Hier war doch gerade ein... Wir werden ertrinken. Wir werden ertrinken. Ich sehe es schon. Wir werden ertrinken. Ja, wir werden ertrinken. Ja, wir werden ertrinken. Weil die Steuerung vom Schwimmen total dämlich jetzt gerade ist. Und ich weiß nicht warum. Ja. Ich verstehe es nicht. Wie kann ich denn hier... Musste man denn überhaupt in das Haus rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja sicher, man muss ja irgendwie die Bretter da wegkriegen. Auftauchen, Joel. Auftauchen! So. Das ist gerade total blöd, weil ich jetzt selber gar nicht mehr weiß, wie das nochmal war. Ich weiß auch nicht, wie man schneller... Ich drücke mal die Renntaste, aber irgendwie schwimmt er nicht schneller. So, jetzt muss ich nochmal... Mein Gott, es bleibt da auch noch da hängen. Hallo. 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 Joel. Da war doch irgendwas am Leuchten. Ah, jetzt.
Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, jetzt ja. So, dann raus hier. Los, los, los. Gott sei Dank. Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die Scheißpalette. Genau, steig auf die Scheißpalette. Alle hopp. So. Und jetzt müssen wir nämlich Ellie darüber bekommen, dass sie uns die andere Seite frei macht, damit wir da rübersteigen können. Das wird sie schon schaffen. Denke ich mal. Auch fies wäre gewesen, wenn das Gameplay so gewesen wäre, auch mit der Palette, dass, wenn man zu schnell schwimmt, es anfängt zu wackeln und sie könnte runterfallen. Das heißt, man müsste dann kurz stehen bleiben, damit sich irgendwie so ein Balken wieder füllt und dann dürfte man erst weiter wieder... Das wäre auch noch ein cooles Gameplay-Element gewesen. Das hätte das Ganze noch ein bisschen intensiver gemacht, weil da müsste man nämlich aufpassen, dass Ellie nicht ertrinkt. Und wenn sie dann runterfällt, müsste man sie aufsammeln und dann wieder an den Ufer bringen. Hey, sei vorsichtig da drauf! Na klar! Ja, das ist gefährlich. Aber Joel, ganz easy. Yeah. Yeah. Give me five. Wo ging es jetzt nochmal lang? Ich glaube, hier konnte man lang und auf der anderen Seite auch. Ja, aber ich werde mal hier kurz schauen. Gibt es nämlich ein paar Sachen, die wir sammeln dürfen? Kann ich wieder was bauen? Ja, ein Messer. Und wir können mit einer weiteren Klinge können wir unsere Nahkampfwaffe nochmal verbessern, wenn wir nochmal eine Klinge finden sollten. Das ist zu klein für ein Grab. Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Gehen wir zu Tommy. Ist es jetzt das Grab, was ich jetzt denke, dass es das ist? Also... Wird ja wohl, wenn sie sagt, der Roboter habe ich vergessen draufzulegen, dann wird es wohl das Grab sein, des Jungen, der sich da verwandelt hatte. Unser Freund da. Ich möchte doch nochmal hier lang gehen, um ganz sicher zu gehen, dass ich da nichts vergessen habe, was wir vielleicht gut gebrauchen können. Mir schwankt da so ein etwas Böses in meinem Kopf. Ich habe so ein ganz schlechte Erfahrung, was diesen Bereich angeht. Ich weiß, habe ich auch. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Wenn ich hier hungere, ist das deine Schuld. Dieser Sarkasmus, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Oh, eine alte Raupe. Ja. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Ja, die Resident Evil Tabletten. Wer kennt sie nicht? So, sonst haben wir hier nichts. Da ist zum Beispiel auch eine Straße, da hätte man auch lang laufen können. Aber ja, ne, man kann ja jetzt hier nicht über den Humvee rüberspringen. Naja. So, hier war eine Karte. Eine Karte des Kraftwerks in Jackson Country. Mhm. Wo sind wir? Wir sind wahrscheinlich da unten rechts irgendwo, vermute ich mal. Und die Straße, die wir da gerade gesehen haben, ist wahrscheinlich diese 89. Die da halt lang führt. So. Hier haben wir noch ein paar Sachen aufgesammelt. Können wir wieder was bauen? Nein, aber wir können... Ja, Lauschmodus, Distanz. Das brauche ich nicht. Habe ich ja gesagt, ich nutze das ja nicht. Damit ich mich schon mal so langsam an den Schwierigkeitsgrad gewöhne. Ist hier noch was? Nö. Cool, dann gucken wir mal, ob wir an eine Tür klopfen können oder reingehen können. Schauen wir mal. So. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden?
Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy. Ach, guck an. Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Warte ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Hunger habe ich auch. Jede Menge sogar. Alter Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Wow. Hey, danke, so viel Emotion auf einmal. Ding. Okay, weiter ich mit der Führung. Kann mich gleich nicht mehr halten. Ich versprühe gleich Herzchen. Ich fühle mich gerade total wohl, bin ich ganz ehrlich. Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen nach zurück? Dieser ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt von vorhin, jetzt sowas, ich fühle mich direkt erleichtert. Also wie nach dem Kacken. So, ungefähr. So. Ja, was ist denn jetzt hier? Hallo? Ach, durfte ich jetzt nicht gucken, wie sie die Tür aufmacht, oder was? Naja. So, dann wollen wir mal. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Sie bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Huch, ach, da oben steht ein, die hab ich gar nicht gesehen. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Oh nein. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Gibt's hier noch irgendwas zum Sammeln, bevor wir jetzt da weitergehen? Nee, okay. Gehen wir direkt weiter. So, hier ist Rauchen verboten. Ja, darf man nicht rauchen.
Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Flasche. Aber soll ich Flasche mitnehmen. Ja, vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Oh. Na, Kleiner. Hey, das ist Bucky. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Barkley. Barkley spielt mit dem Ball. Oh, wie niedlich. Oh, wie schön. Gefällt mir richtig. So, hier haben wir ein paar Sachen. Dürfen wir nicht liegen lassen. Wer weiß, ob wir nochmal hier hinkommen. Zu Barkley. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst während die nicht? Ich hab mit uns gesagt. Sprechen, klaue ich mal alles vom Tisch. Geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Fällt ja auch nicht auf. Keine Eile. So, Rauchbomben verbessert haben wir jetzt gefunden. Vergrößern. Lesen, Rauchhandbuchband 1, längere Zeitdauer von Rauchwänden, Chemie. Bei korrekter Konstruktion kann die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Deckung genutzt werden, erhöht werden. Okay. Das klingt gut. Da ist auch eine Werkbank, die werde ich aber, glaube ich, später nicht nutzen, aber jetzt mal nutzen. Was haben mal kurz wir denn? Drüber zu schauen. Ich weiß, dass ein Kampf bevorsteht. Ich werde das Nachladetempo des Jagdgewehres mal ändern. Den Rückstoß der Shorty verkürzen. Und das Nachladetempo der El Diablo. Ja, das reicht erstmal. Das ist nicht schlecht. So, weil ich weiß, wie gesagt, es steht ein Kampf bevor. Da kann ich mich noch entsinnen, da war was gewesen. Okay, das ist gut. Wird da richtig mal locht. Jawoll. Uiuiui. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Gefertigt? Nur noch ein Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon. Rück drauf. Badaboom. Es geht los. Das lockt aber auch gut Klicker an, kann ich dazu nur sagen. Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Ja, reden wir. Da ich aber jetzt weiß, dass jetzt eine Cutscene kommt, ich es aber zeitlich nicht schaffen werde, die zweiten 15 Minuten dann, oder beziehungsweise die zweiten 15 Minuten genau dahin zu bekommen. Werde ich jetzt einen Break machen. Wir spielen hier in einer weiteren Folge weiter. Ich werde das Spiel hier speichern. Und falls ich dann da vorne wieder anfangen sollte, da wo die Werkbank war, spiele ich kurz bis hier weiter wieder hin. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also macht's gut. Tschüss.